sind wir wieder, Dandolo und der Roland. Wieder in einer neuen Folge, Odyssey im Auftrag des Königs. Herzlich willkommen auch noch, die ihr zuschaut und kräftig Kommentare schreibt. Die Grüße gehen an euch raus. Ihr wisst ja, ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen einrendern. Es ruppelt noch ein bisschen. So, jetzt dürfte es eigentlich ein bisschen flüssig laufen. Da vorne sind ja noch ein paar Gorbos gewesen, unter anderem auch schwarze, so ganz dunkle Gestalte in Zwergenform. Da werden wir gleich mal hingehen und die dann mal mit Dandolos Hilfe auch abnippeln lassen. Bist du noch da? Junge, Junge, Junge. Okay, irgendwo war das, wenn ein Leuchtfeuer leuchtet, also wenn ein Feuerchen leuchtet, so wie da hinten. Dann sind sie da hinten auch zu erspähen. Ja, da sind sie. Dann werden wir mal kurz vorher mal was essen tun. Da überlege ich mir ja, ob ich was Vegetarisches esse. Also mehr so vegan-mäßig, ne? Jetzt muss ich mal gucken. Snapperkraut, wo sind denn meine Heilpflanzen hier? Heilwurzeln? Ja gut, okay, da sind sie, Heilkraut. So, dann machen wir es heute mal ein bisschen vegan. Boah, das bringt ja kaum was. Ja, das ist schon besser hier. Naja, vegane Ernährung ist ja nicht unbedingt so mein Ding. Eigentlich gar nicht. Aber egal. Auf jeden Fall mal speichern. Was war das? Hilfe! Hilfe, was war denn das eben? Habt ihr das gesehen? Dandolo hatte nämlich gerade, während ich gespeichert habe, kurz davor... Okay... Kurz davor schon einen mit einem feinen Bogen erlegt und dann kommen die dann wie Superman-Fang hier angeflogen. Nicht zu plündern. Also ich fasse es ja nicht. Also manchmal gibt es so lustige Sachen, die, er hat mal einen Pilz dabei. Ja, nicht zu plündern. Die lustig sind. Die echt lustig sind. Okay. Ja, der hat mal 10 Goldmünzen dabei. Das ist auch schön. Also das ist, wie schon gesagt, also im Speichervorgang, das war ja so lustig. Also das war der hier. So, und dann habe ich dann eben abgespeichert. Da ist nicht zu holen. Und schauen wir mal, was wir hier so alles finden können. Ein rostiges Schwertchen. Ein Lagerfeuer, kann ich mich dort hinsetzen? Leider nicht. Ich hätte da noch einen Spieß haben müssen. Oh Gott, ja, hier schön, kleine Lederbeutel. Eine Truhe. Und jetzt kommst du. Nee, nur 20. Die Gobos sind noch nicht so schlau, ihre Truhen abzuschließen, habe ich das Gefühl. Schauen wir uns doch mal wieder ein bisschen weiter um. What is the matter around here? Ja, wohl nicht so viel mehr. Mamma, mamma mia. So. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal auf der Karte. Ja, rechts von uns hier, also da hinter dem Berg, da ist schon mal Lobards Hof. Und da bin ich am überlegen, und dann Dolo bestimmt auch, ob wir da nicht irgendwie mal die Orks schon mal anfangen, platt zu machen. So sehe ich das nämlich. Damit wir schon mal einmal einen Hof befreien können, um die Orks von den Ressourcen abzuschneiden. Ja, so, da haben wir ja. Ha, hier sind wir. Oh weia, speichern. Dann schauen wir doch mal, von welcher Seite wir aus angreifen. Okay, erstmal die Waffe ziehen, damit wir auch nicht wieder in den Himmel mit den Händen gehen, wenn ich die Waffe ziehe auf meiner speziellen Taste. Und dann gehen wir das Ganze mal hier an. Weidenbeeren-Cocktail. Ja, ist gut. Gibt's viele Weidenbeeren, alles klar. Hier gibt es ja so ein Treppchen. Und dann gucken wir mal. Windmolen. Das heißt also, schauen wir mal. Ein paar Schäfchen haben wir hier. Gucken wir mal, wo die ersten Orks zu anvisieren sind. Auf Feldräuber. Da ist ein Bock. Wie immer unsichtbar. okay, machen wir es anders. Ich werde mal hier hingehen. Und Dandolo, kommst du mal mit? Okay, das hat er kapiert. Ich will doch auch mal was machen. So, jetzt haben wir es geschafft. So, erstmal einen kleinen Vorkampf machen, damit wir erstmal ins Training kommen, nicht wahr? Bänderdehnung, Training und so, bevor wir hier
auf die Orks treffen. Da hinten steht schon ein ganz voluminöser Ork. Oh, speichern wir mal eine Runde. Mehr sehe ich nicht. Da hinten ganz am Zaun ist noch einer. Da sind noch zwei, da sind drei. Da sind vier, okay. Ja. Ich dachte, die Orks wären ein bisschen für Dandolo doch ein bisschen zu schwierig. Aber das passt wohl ganz gut. Dann nehmen wir mal den nächsten. Entweder hier im... Oh, hier im Haus, wollte es gerade sagen. Ja, okay, ich komme ja gar nicht zum Zug hier. Was soll denn das? Okay, während ich nicht helfe, wurde ja im Forum gefragt, im Forum sage ich schon, auf meinem Kanal gefragt, ob ich denn den Dandolo zu viel einbeziehe. Ach komm, hör mal auf mit Kochen, das brauchen wir nicht. Ah ja, richtig, alles klar. Das war noch in meiner alten Folge. Oh, ich will doch auch mal was machen. Ja, was wollte ich sagen? Meine In Vino Veritas wäre das gewesen, wenn ich das Schreibpult mir mal anlese. Da steht nichts drin. Dass wenn Orks, wenn ich Dandolo die ganzen Orks machen lasse. Oh. So. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie das algorithmisch jetzt von Black Pirate und Alain Deform gemacht ist, so von wegen hier, wie die Zählweise ist. Der eine sagt so von wegen, nee, die Orks, die gilden nicht. Also es würde für die Orks nicht gelten, sondern irgendwie für andere Gegner und Monster. Und da ist er schon wieder am Ziehen, die Waffe. Na los! So. Oh, jetzt habe ich auch mal was gemacht. Naja, ihr wisst jetzt, was ich meine. Ich bin jetzt ein bisschen daneben und da hinten ist noch daneben na, der Herr Dandolo. Ich glaube, ich sollte mal speichern. Also kurzum, es wird gesagt, oder... Na, mal ein bisschen hier. Heilkräuterches Essen. Es wird gesagt, dass die Zählweise für die Orks nicht gelten, bevor sich Dandolo beschwert. Also von wegen, du lässt mich die ganze Arbeit alleine machen, jetzt hau ab. Oder er haut dann ab. Ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Uchachacha, wo bist du denn? Tanzender Ork. Uchachachacha. So, zack. Der hat mich aber auch schon wieder erwischt, der Herr Ork. Der Herr Ork-Krieger. So, dolle. Bukalbabal. Bisschen wieder Heilkrauten. Oh, haben wir genug. Ach ja, vielleicht ist es auch ein bisschen Butlerfleisch. Nee, die bringen ja nichts. An Magie Dunkelpilze. Alles, was dunkel ist. Auch ein paar Dunkelpilze mal essen. Die bringen dann eine Stufe Magie. Magie meine ich. Okay, da, okay. Speichern. Und wieder dämmert's. Dann schauen wir mal, wo noch ein paar Orks sich verstecken. Gehen wir mal hier in diesen Raum rein oder in die Hütte, wo es hier drei Bettchen gibt. Ein Sack mit Zwiebeln, was zum Kochen. Sack mit Gemüse, Karotten und Kartoffeln. Die Schäfchen im Hintergrund. So, irgendwas Neues? Nee, Bett. Schade, dass es keine Option gibt. Dandolo, leg dich mal hin, ich leg mich auch hin. Ich glaube, das wird nicht so passieren. Habe ich denn eigentlich schon... Da den ist nicht zu holen. Habe ich. Ja, und den auch, das weiß ich. Ja, wo sind denn hier die weiteren Orkis? Weil sonst würde ja hier eine Questgeschichte stehen, also ein Eintrag. Feldrüben. Komm, mal ein bisschen Feldrüben abarbeiten. Guck ich mal, ob ich ein bisschen Licht habe, damit ich die Feldrüben besser sehen kann. So, Spruch, Licht. Sprüche, wo sind die Sprüche? So, da 5 habe ich noch. Okay.
Ah, habe aber keinen beleuchtet. Beleuchtet, belegt. Okay. Okay. So, haben wir mal die leuchtende Laterne über unseren Kopf hängen. Ah, jetzt kann man die Feld drüben besser sehen. So wie es aussieht. Ist es nicht so, dass hier ein Ork noch da ist? Dann gehen wir mal hier oben hoch. Wir hier wieder hinter der Molen und gehen jetzt Richtung Steinkreis, kleiner Steinkreis. Boah, du. Leider nicht. Oh, Feldräuber. So, ach, das waren gleich drei. Okay. Alle guten Dinge sind drei. Und ansonsten noch einer. Ja, okay. Dann geht das hier noch rechts runter, das weiß ich noch. Aus entfernter Erinnerung. Nee. Auch hier befindet sich kein Ork. So ein Ausreißer. So ein Einzelner. So ein Ilfapissimo. Nee. Schwierig. Vielleicht habe ich das eine Haus noch nicht richtig durchsucht. Kann ja sein, dass da sich noch einer aufhält. Oder ich müsste eine Runde... Was war das? Stimmt, Jack. Und hier gibt es wieder einen Schalter. Soll ich das jetzt machen? Speichern. Da war doch irgendwas. Und hier knistert so schön. Und hier ist noch ein Schalter. Wenn ich jetzt hier Schalter bewege, ich weiß nicht, was passiert. Ich war ja schon mal an einem... hier im Laufe des Spiels an einem Steinkreis. Hab da sämtliche Schalterchen bewegt. Na gut, okay, dann passiert noch nichts. Kann ja sein, dass noch was passiert. Ja, da waren wir ja. Solo, steh mir doch nicht immer im Weg. Also, wie schon gesagt, gucken wir mal eben, ob da sich dann noch in diesem Hauptgebäude noch einer befindet. Vielleicht geht es ja irgendwie noch eine Ecke, wo ein Ork hängen geblieben ist. Ja, war doch hier das Hauptgebäude. Schauen wir mal. Mal gleich Waffe ziehen. So. Deckenlampe. Mobile Deckenlampe heute. Nee. Hier ist kein Ork noch irgendwo am herumhängen. Gerott, ne? Da drinnen war auch keiner. Was soll ich denn jetzt machen? Das ist die große Frage. Hab ich sie jetzt gekillt oder nicht? Speichern. Schauen wir mal. Wieso ist denn jetzt meine Lampe aus? Kurz nachdem ich... Naja, das ist wahrscheinlich Zufall gewesen. Das Licht hat ja, das Licht hat ja nur eine bestimmte Leuchtdauer. Ich habe jetzt vor, wieder zurück zu... Ja, genau, wieder zurück zum Lober zu gehen. Vielleicht ist dann halt eben die Quest damit... beendet, aktiviert, wenn ich ihn anspreche. Also bis dahin und bis gleich. So, jetzt sind wir hier wieder vom Höhleneingang. Dann wollen wir mal gucken. Hallo, jemand zu Hause? Ist jemand da? Jawohl, Marlet, Lobart, komm, sag hey, was. Ich habe die... Aha, okay. Kleiner Kritikpunkt. Es wäre gut, wenn alle Orks angezeigt würden, also auf dem Hof von den jeweiligen Bauern, dass da ein Eintrag käme, so von wegen, jo, du hast sie beseitigt, damit man weiß, dass man zu dem Bauern hingehen kann. Ich habe die Orks auf deinem Hof beseitigt. Ich danke dir, Roland. Ja. Das werde ich dir nie vergessen. Enos sei gedankt. Ich kann dir nicht viel geben, aber ich hoffe, du erkennst meine Geste der Dankbarkeit an. Ja, Lobart, das finde ich gut. Ansonsten könnte ich dir noch deine... Es wäre schwierig. Nee, komm. Gib Acht auf deinen Hof. Okay. Gib Acht auf deinen Hof. Ich werd's versuchen. So, das heißt also...
Leute? Was sitzt ihr hier alle noch rum? Der Hof ist frei. Marlet. Alles klar, Boba? Alles klar? Ja, alles klar. Gleich ist sowas von alles klar hier. So, Hilda. Hallo. Ja, bitte. Ja, genau. Okay, da hat sich jetzt bis jetzt noch nichts geändert. Wahrscheinlich treffe ich sie an, wenn ich... sind alles nur Flavor-Fragen. Ja, okay, nee. Hallo, euer Hof ist frei. Okay, vielleicht wollen sie noch eine Nacht durchschlafen oder so, bis sie dann entspannt wieder zurück zu ihrem Hof können. Hilda die Feldrüben geben und eine Pfanne. Ich weiß nicht, ob das auch mit übernommen worden ist für diese Version. Doch, es wird erstmal abgespeichert. Also die Orks auf Lobards Hof waren ja richtig easy pupisi. Das heißt, erfüllte Missionen, ich habe Lobard mitgeteilt. Genau. Moment, was stand da noch? Er will mit seiner Frau und den Knechten so lange noch in der Höhle bleiben, bis die Orks aus der Stadt vertrieben worden sind. Aha, deswegen bleiben sie alle noch dumm hocken. Bis die Orks aus... Also, die bleiben erst nochmal, okay. Ist natürlich klar. Ist auch logisch. Die können ja nicht irgendwie frei rumlaufen und zufällig auf Orks treffen. Tja, dann werden wir mal gucken, welchen Hof wir... Oder ich mit Dandolo, ja wir, noch weiter befreien können. Bis dahin befinde mich jetzt hier gegenüber von Lobards Hof an dem Innos-Schrein hier, der jetzt hier auch in diesem Fall umgekippt ist oder umgekippt worden ist durch irgendwelche Ungläubigen. Ne? Man möge sie verfluchen, die Ungläubigen. Und der versierte Gothic-Spieler, Gothic-2-Spieler weiß ganz genau, hier geht's zum Xardas-Turm. Ich weiß nicht, was da jetzt auf mich zukommt. Vielleicht kommt was oder kommt noch nichts auf mich zu. Oder es bleibt einfach stehen da hinten. Ich weiß es nicht. Oh, Feier. Speichern. Ja. Gucken wir mal. War nicht hier auch noch eine Höhle? Irgendwie war doch was. Na, wahrscheinlich so weiter oben. Ich kann mich auch vertun. Oder hinten leuchtet ein Feuer. Ein Leuchtfeuer. Gucken wir mal. Hier ist nichts. Als kann ich hier in diesem Dunkel trotz Fackel nichts erkennen. Boah. Hier ist was. Hier ist was. Hier. Ja, natürlich damals die Banditen hier. Dandolo, wollen wir mal hier hochgehen? Gucken, wer hier haust. Auf wen wir uns hier einstellen müssen. Guck mal, hier geht es nämlich auch noch rein. Hier ist die Höhle. Aha. Ist wieder ein Gerbstock? Nee, doch nicht. Sonst würde es angezeigt werden. Haben wir hier eine umgekippte Lore. Dunkelpilz. Eine Nachttischlampe in Form einer Kerze mit auf dem Teller drauf. Hier ist noch... Also hier wird auch sonst immer so ein gut betuchter Typi drin. Ja, da ist er wieder. Cornelius. Oh weia. Cornelius. Speichern. Cornelius. Sag mal was. Hi. Was willst du hier? Oh. Bisschen verängstigt ist er ja. Kann ich dir helfen? Ich komme alleine klar. Lass mich in Ruhe. Okay. Sonst nix? Nee, sonst nix. Doof jetzt. Mal eben abgespeichert. Ach ja, Mist. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Das hätte ich nämlich nochmal abspeichern müssen. Hätte da sein können, dass Cornelius mir voll auf die Nüsse geht, während ich ihm an die Truhe gehe. Also hier ist Cornelius, der noch nichts für mich hat. Bin gespannt, was er dann für eine Aufgabe hat. Später. Dann wollen wir weiter in Richtung Xardas-Turm latschen, laufen, gehen. Dann auch in der Dunkelheit. Oh, das ist ja die richtige Stimmung für solche Begegnungen der unbekannten Art. Oh, da ist ja wieder einer. Oh. Dandolo? Hat das ja nicht geschafft, oder was? Oder wie? Da bist du. Oh, Glück. Jetzt gerade, wo es spannend wird. Wo hier nach Corine steht und wo da hinten irgendein People auf uns wartet. Scheint aber nicht
aggressiver Natur zu sein. Hallo, mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. So, dann würde ich dir aber raten, bloß nicht weiterzugehen. Zumindest solltest du nicht mit dem Waffenrock oder einer Rüstung des Königs spazieren gehen. Es könnte nämlich sonst tödlich enden. Und zwar für dich. Was ist los? Was los ist? Das kann ich dir sagen. Drüben bei diesem Turm, den dieser Xardas gebaut haben soll, befinden sich ein paar Schwarzmagier. Ich war ganz verdutzt, als ich die Kerle plötzlich gesehen habe und dachte schon, dass mein letztes Stündlein geschlagen hätte. Da aber machte mir ihr Anführer das Angebot, für viel Gold in den Turm zu gehen, um nach irgendeinem Buch zu suchen. Natürlich wollte ich sogleich wissen, warum sie sich das Ding nicht selber holen. Doch bekam ich nur billige Ausreden zu hören, was mich stutzig machte. Man bot mir zwar viel Gold, doch war mir das Ganze nicht geheuer, zumal ich aus dem Turm unheimliche Geräusche hörte. Ich lehnte also ab. Glücklicherweise ließen mich die Kerle trotz meiner Absage laufen. Mann, bin ich froh, dass ich da weg bin. Mir zittern die Knie immer noch. Also mach bloß einen Bogen um den Turm, wenn dir dein Leben lieb ist. Aha, Herr Bartok. Gib mir doch noch mehr Warte Infos. Mal. Ja, okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Da gab es ja auch einen Questeintrag. Schwarzmagier vor. Oh, befinden sich auch noch vor dem Turm. Um herauszufinden, was diese vorhaben, sollte ich lieber keine Rüstung des Königs tragen und mit diesen mal... anscheinend bieten die Magier viel Gold, wenn man ihnen ein Buch aus dem Turm besorgt. Ja, und was ist mit Dandolo? Gehen die dann auf den los oder was? Das ist wieder alles nur so probieren über Studierengeschichten oder umgekehrt. Naja, also hier gibt es nichts. Frage. Hast du Skelett noch was hier rumliegen? Ah ja, eine rostige Axt. Sehr schön. Ah, das ist ja richtig spannend jetzt. Also ich sollte keine Rüstung der Justiz tragen, Quatsch. Mal gucken, hier war ja auch noch eine Ecke. Mit sehr viel Kram. Außer Kanonenkugeln. Böllern. Ein paar Kräuterchen. Meinte, hier wäre auch mal so ein paar Spruchrollen gelegen. Na also, hier ist was. Feuerball, kleiner Lederbeutel. Und ansonsten war es das an der Ecke. Danke fürs Einkaufen. Zahlen Sie auch nächstes Mal wieder mit Gold. Ja. Speichern. Also diesmal keine Rüstung der Dingsbums tragen hier. Was soll ich denn dann tragen hier? Also ich habe Rüstung aus Crawlerplatten. Dann werde ich das mal so machen. Das ist hoffentlich neutral genug. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber du hast ja noch so eine Rüstung an hier. Hilfe. Schwarze Magier. Kommen wir mal auf Umwegen dahin. Gehen wir mal wieder hier alle Ecken untersuchen und doch nichts finden. Ach ja, hier ist so ein kleiner Wasserfall zum See. So, da hinten sind schon mal gleich irgendwelche Wachpeoples. Okay. Das wirst du bereuen. Das warst jetzt du, ne? Okay, das müssen wir mal alternativ machen. Was haben wir denn da? Cassius. Die haben ja alle Namen. Achilles. Mist. Falsch gelaufen. Nochmal neu laden. Sorry, Leute. Ich muss den Dandolo wegschicken. Ja. Also, Dandolo, da muss ich leider alleine durch für diesen Augenblick. Dann warte bitte mal auf mich am Leuchtturm. Das ist eigentlich doch ein guter Punkt. Okay. Nur um so ein blödes, bescheuertes Buch zu holen. Ach ja. Andere Rüstung. Ach, da. Hier. Crawlerplatten. Und nochmal speichern, sicherheitshalber. Und dann gucken wir mal, was Cassius und Achilles zu sagen haben, wenn sie mir neutral begegnen. Ach ja, hier waren wir ja schon überall. So, da oben stehen ja die beiden Typen. Sind die denn aggressiv auf mich oder wie oder was? Nö. Nee. Cassius. Hey, du. Meinst du mich? Na klar meine ich dich. Oder siehst du etwa noch jemanden hier? Ja, dein Kumpel. Hä? Wie? Ach so, mach wohl ein kleiner Spaß, was? Ja. Wenn du es sagst. Wer seid ihr? Mein Name ist Achilles und das ist mein Kumpel Cassius. Wir sind die Adepten des großen Magiers Roas. So? Den kenne ich nicht. Was macht ihr hier?
Wir haben auf dich gewartet. Auf mich? Wieso? Weil du wie ein kräftiger und mutiger Mann aussiehst. Und so einen brauchen wir jetzt. Und wofür, wenn ich fragen darf? Das fragst du Meister Roas lieber selber. Ich weiß nicht. Was hätte ich denn von der Sache? Eine ganze Menge. Unser Meister wird dich reich belohnen, wenn du ihm hilfst. Aber mehr darf ich dir nicht verraten. Meister Roas wird dir mehr dazu sagen. Moment mal. Achilles hat mit mir gesprochen. Okay, was gibt's noch? Ich habe da noch eine Frage. Ich habe dir nichts weiter mehr zu sagen. Dann ist ja gut. Was sagt dein Kumpel Cassius? Wer bist du? Mein Name ist Cassius. Aber wenn du etwas wissen willst, dann wende dich an Achilles oder Meister Roas. Sehr schöne Stimme. Schönes Stimmchen hier hat der Cassius. Oha. Wo gibt's hier noch irgendwas? Ja, da unten müsste noch so ein lustiger ein Artefakt sein. Aus Gothic 2, richtig. Und zwar ein schwarzer Gobbo. Den wir mal schnell auf den Kobo hauen. Der hat bestimmt Gold dabei. Richtig, er hat Gold dabei. Ja, da gibt's hier bestimmt noch wieder ein paar Sumpfkräutertjes. Ein paar andere Geschichten. Rechts runter geht es zu Lesters Platz. Aber das machen wir nochmal nicht. Mache ich, wenn ich mit den Schwarzmagiern gesprochen habe. Irgendwo müssen Sprüche sein. Genau, richtig. Okay, das hat ja alles geklappt. Alles noch in meinem Gedächtnis. Ein Kurzbogen, eine Essenz. Feuerpfeil sehe ich gerade, genau. Und noch ein Feuerpfeil. Ja, ich glaube, das war es dann hier für die Stelle. Und dann gehen wir mal zu den Schwarzmagiern hoch. Schauen mal, was sie für uns so alles dabei. Ich höre noch einen. Egal, den lassen wir mal außer Acht hin. Ja, da wo der blaue Qualm ist, oder der blaue Dampf. Und es. Boah, du war. Grummel. Wow, das ist ja mal ein Platz hier. Mein Gott, habt ihr Disco oder was? Blaues Licht ist schädlich für eure Augen. Ach, da ist ja Herr Roaz. Rose. Hey du! Ich zittere ja noch die. Ich grüße euch, Meister. Darf ich erfahren, wer ihr seid? Ich bin der Magier Roaz. Was willst du von mir? Was tut ihr hier? Das geht mich gar nicht an. Verschwinde! Der Adept Achilles schickt mich. Kann ich euch helfen? Ja. Kräftig genug siehst du zwar aus, aber bist du auch mutig genug? Im Turm des Magiers Xardas befindet sich ein Buch über schwarze Magie. Das müssen wir unbedingt haben. Warum holt ihr es euch dann einfach nicht? Im Turm befinden sich leider gefährliche Kreaturen. Darum ist es für uns so gefährlich. Das verstehe ich nicht. Ihr seid doch mächtige Magier. Was hindert euch, die Kreaturen zu töten? Ich merke, dass du nicht auf den Kopf gefallen bist. Nun gut, ich sage es dir. Den Kreaturen kann aus irgendeinem Grund unser Zauber nichts anhaben. Ein Krieger jedoch wäre in der Lage, die Verteidiger des Turmes zu töten. So, aber warum holt ihr dann nicht die Orks oder deren Söldner zur Hilfe? Leider fürchten die Orks den Turm des alten Magiers und auch die Söldner sind zu feige, es mit dem Dämonen aufzunehmen. Demjenigen aber, der es wagt, in den Turm einzudringen und uns das Buch zu holen, soll 500 Goldstücke von uns bekommen. Und wo genau befindet sich das Buch? Das wissen wir nicht genau. Du wirst es also suchen müssen. Woher aber wisst ihr, dass das Buch überhaupt da ist? Wir Magier haben gewisse Mittel, um einen Gegenstand, vor allem wenn dieser mit Magie zu tun hat, auswendig zu machen. Das muss dir als Erklärung genügen. Also was ist? Nimmst du den Auftrag an? Naja, auf jeden Fall. 1000 Goldstücke sind besser. Oh, Dämonen, nein, danke. Gucken, was er sagt, wenn ich sage, 1000 Goldstücke sind besser. 1000 Goldstücke sind besser. Schließlich sind Dämonen keine Kleinigkeit. Tiberia, du wagtest so eine unverschämte Forderung an mich, den großen Magier Roaz zu stellen? Ich sollte dich in einen Bogen verwandeln. Oh, nein. Wenn du so ein großer Magier bist, dann kannst du dir dein Buch auch selber aus dem Turm holen. Oh Gott. Außerdem finde ich meine Forderung überhaupt nicht unverschämt. Schließlich ist euer Auftrag nicht ungefährlich. Genau. Tiberia, dreister Sklave. Jetzt tust du mich sogar noch. So hat noch keiner gewagt, mit mir zu sprechen. Ich bin kein Sklave, klar? Noch so eine Beleidigung und du kannst dir einen anderen suchen, der dir dein Buch besorgt. Na schön, bring mir das Buch. Dann erhältst du von mir aus, was dir zusteht. Okay.
Okay, liebe Leute. Da haben wir nochmal ganz gefährlich gefeilscht bei Roaz. Und ich verabschiede mich für diese Folge. Guck mal, wie es weitergeht, ob ich da überhaupt gegen die Dämonen und das werden bestimmt Skelette und sowas drin sein. Gegen die komme ich wahrscheinlich nicht an. Aber trotzdem werde ich mal in der nächsten Folge einen Blick riskieren. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Gebt mir einen Daumen, macht einen Kommentar. Ich sage ciao.